Wenn du reich werden willst, dann gibt es einen ganz schnellen Weg. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des 7-Jahres-Kurses. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Also, warum fängt alles damit an, dass wir lernen, reich zu denken? Auf meinen Seminaren mache ich gerne eine Demonstration. Ich zeige meinen Teilnehmern, warum es so wichtig ist, reich zu denken. Ich nehme ein Glas und sage, stell dir vor, du bist das Glas. Und dann nehme ich eine Flasche und eine Kanne voller Wasser und sage, stell dir vor, das Wasser in dieser Flasche, stell dir vor, das sind deine Träume. Alles, was du haben willst, das ist das Wasser. So, und jetzt gieße ich einfach das Wasser in das Glas. So, das kleine Glas, das ist ja dann schnell voll. Und dann fängt es an, überzulaufen. Und ich schütte einfach weiter, aber das Glas wird natürlich jetzt nicht voller. Was ich sagen will, die Persönlichkeit, das Glas, kann die ganzen Träume gar nicht aufnehmen. Die Persönlichkeit ist viel zu klein. Und was ist jetzt eigentlich unsere Persönlichkeit? Das ist die Summe unserer Glaubenssätze. Und unsere limitierenden Glaubenssätze, ja, die begrenzen unsere Persönlichkeit. Und darum ist das Glas nur so groß oder so klein, wie es eben ist. Und darum sind wir so groß oder so klein, wie wir eben sind. Das heißt, wenn wir mehr Träume in unser Leben aufnehmen wollen, ein besseres Leben haben wollen, dann müssen wir uns zuerst verändern. Wir müssen zuerst als Persönlichkeit wachsen, größeres Glas werden. Und dafür brauchen wir andere Glaubenssätze. Was für die Träume stimmt, das stimmt natürlich auch für Wissen. Du kannst nicht mehr Wissen in einen Menschen kippen, als dieser Mensch überhaupt nur aufnehmen kann. Und noch etwas ist wichtig. Du kannst niemandem Wissen geben, das er gar nicht verarbeiten kann. Das ist so, als wenn du Rotwein in ein Sieb schütten würdest. Das hilft dem Sieb nicht. Und ich habe tausende Stunden von Content-Material. Klare Strategien, super Systeme, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und ich gebe auch immer wieder welche davon hier auf diesen YouTube-Videos. Aber ich will vor allen Dingen in diesen Videos dafür sorgen, dass das Glas stimmt, dass es nach und nach größer wird. Nehmen wir dazu 2 spezielle Worte. Das Glas nennen wir Kontext. Der Kontext, das ist unsere Persönlichkeit. Und der Content, das ist das Wasser, das Wissen. Das Problem ist, dass das Schulsystem unseren Kontext geformt hat. Unsere Glaubenssätze und auch in weiten Zügen unsere Persönlichkeit. Und wenn jetzt das Wissen der Reichen da hereinkommen soll, ja, dann klappt das einfach nicht. Dazu müssen wir den Kontext verändern, das Glas. Und das habe ich auch durch. Als ich meinen Coach kennengelernt habe, da hat er mir etwas vorgeschlagen. Und ich habe dann darauf geantwortet, also nach meiner Erfahrung geht das so gar nicht. Und mein Coach war da total klar. Er sagte dann relativ barsch, wohin sie ihre Erfahrung gebracht hat, das haben wir ja gesehen. Und jetzt folgen Sie bitte meinen Empfehlungen und meiner Erfahrung. Und dafür brauchen Sie neue Glaubenssätze. Puh. Weißt du, wie mein Glas damals aussah? Ich war religiös erzogen worden. Und daraus hat sich natürlich ein Kontext ergeben, in dem du die besten Reichtumstipps nicht hättest hineinschütten können. Ich habe gedacht, Geld ist schlecht und ich werde niemals reich. Was für ein dummer Glaubenssatz ist das denn? Und ich habe gedacht, die Reichen kommen nicht in den Himmel. Oh Mann, ey, das ist doch echt schlimm. Ich habe gedacht, da bin ich lieber glücklich als reich. Das ist doch furchtbar. Es fragt doch auch niemand, hast du lieber eine glückliche Beziehung oder bist du lieber gesund? Warum fangen wir so einen Mist mit Geld an? Das ist doch total unlogisch. Das ist doch klitzekleines Glasdenken. Und in kleinen Gläsern kannst du niemals ein schönes Leben hineinbringen, schöne Träume hineinbringen. Und ich habe gedacht, Geld ist nicht wichtig. Ja, wie sollte mein Coach mir denn etwas beibringen, wenn ich so einen Kontext habe? Der Grund, warum so viele Menschen arm sind, ist, weil sie einen sehr armen Kontext haben. Arme Glaubenssätze. Armutsglaubenssätze. In Armut steckt nicht umsonst arm an Mut. Ich nenne das Anti-Reichtumsprogramme. Schauen wir uns den Kontext eines Menschen aus der Mittelschicht an. Dessen Glaubenssätze sind, boah, ich brauche eine gute Erziehung, ich brauche eine gute Ausbildung, dann brauche ich einen möglichst sicheren Job,
mit möglichst guter Bezahlung und tollen Nebenleistungen. Wenn ich dann noch tolle Kollegen habe, dann ist alles super. Dann kaufe ich mir ein Haus in einer schönen Nachbarschaft irgendwann, ich spare etwas und dann habe ich hinterher eine vernünftige Rente. Und in der Zwischenzeit versuche ich, ein paar tolle Urlaube hinzubekommen, tolles Hobby zu haben. Hey, ich sag's ganz offen, nichts dagegen, alles gut. Wenn das deine Träume sind, die du für dein Leben hast, dann hast du damit auch den richtigen Kontext. Aber wenn du mehr möchtest, wenn du einen anderen Content haben möchtest, andere Träume, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich möchte im Winter in der Karibik oder in Florida oder sonst wo leben, ja, dann wird das in diesem Kontextglas nicht möglich sein. Das ist dafür dann zu klein. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will echt frei sein, ich möchte am Meer wohnen, ich möchte nicht meine Zeit tauschen gegen Geld, sondern ich möchte mein Wissen eintauschen und dafür immer wieder Geld bekommen. Oder ich will ein abenteuerliches Leben haben. Oder ich will etwas riskieren. Oder ich will eine Firma aufbauen. Ich will Baumeister sein, was auch immer. Ja, wenn du das willst, dann ist der Glaskontext, den ich eben beschrieben habe, total kontraproduktiv. Da klappt das nicht. Es gilt, das Gute ist der größte Feind des Außergewöhnlichen. Ganz wichtiger Satz. Das Gute ist der größte Feind des Außergewöhnlichen. Lass es mich dir ganz deutlich sagen. Menschen mit einem Mittelschichtskontext werden in der Regel nicht reich, außer sie verändern ihren Kontext. Willst du den Kontext, die Glaubenssätze der Reichen kennen? Hier sind sie. Ich muss reich sein, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Ich will auf jeden Fall meine eigene Firma haben und ich liebe meine Arbeit. Freiheit ist für mich viel wichtiger als Sicherheit, denn es gibt keine Sicherheit außer meiner Leistung. Ich suche Herausforderungen und Probleme, weil ich dadurch mehr lernen kann. Niederlagen sind meine besten Lehrmeister. Ich will wissen, wie weit ich im Leben kommen kann. Das sind 6 Glaubenssätze. Auch wenn du sagst, ich will jetzt lieber sofort Strategien und Tipps, ich will 100%ige Anleitung. Diesen Content bekommst du von mir. Aber ich sage dir ganz deutlich, der Kontext ist wichtiger als der Content. Alle Strategien, die du in Tausenden von Stunden von mir bekommen kannst, nützt dir nur etwas, wenn du auch die entsprechenden Glaubenssätze annimmst. Mein Coach hat etwas dazu gesagt. Das hat mich am Anfang echt beleidigt. Er konnte wirklich direkt sein. Weißt du, was er gesagt hat? Als ich wieder mal so mit meiner Erfahrung anfing und so drauf loslaberte, dass mir das nicht sinnvoll erscheint, was er mir sagt, und dass meine Situation ja so richtig besonders ist, also bla bla bla. Da sagte er, wissen Sie, was Sie in der Südsee sagen? Lehre dein Schwein nicht das Singen, denn du verschwendest deine Zeit und du verärgerst das Schwein. Ich habe ihn angeguckt und habe mich gefragt, ey, hat der mich gerade ein Schwein genannt? Aber er war gleichzeitig so ein lieber Mensch, dass ich einfach lachen musste. Ich wollte ja von ihm lernen. Und ich hatte doch versucht, immer wieder meinen alten Kontext zu verteidigen, meine alten Glaubenssätze zu verteidigen. Weißt du, was ist, wenn du deinen Kontext verteidigst, deine Glaubenssätze verteidigst, da kannst du nicht wachsen. Dein Glas wird nicht größer. Und mein Coach sagte einfach, du kannst einem armen Menschen nicht beibringen, reich zu sein, bis er seinen Kontext verändert. Und er sagte, wenn sie nicht offen sind, dann werden sie meine Ratschläge nur stören und belästigen. Und das ist wichtig. Wer seine alten Glaubenssätze, ich sage es nochmal, verteidigt, der ist ja nicht offen für Neue, für Neues. So ein Glas, so eine Persönlichkeit kann nicht wachsen. Und wenn unsere Persönlichkeit nicht wächst, dann können wir auch nicht unsere Träume leben. Wir können in 5 Bereichen unser Geld verdienen und einer Arbeit nachgehen. Wir können das als Angestellter tun, als Freiberufler, als Investor, als Unternehmer und als Experte. Ich sage es nochmal, als Angestellter, Freiberufler, Investor, Unternehmer und Experte. Und jedes Feld dieses Sterns, wir werden sehr ausführlich darüber reden, wir haben es zu Teilen auch schon gemacht, jedes Feld dieses Sterns hat einen eigenen Kontext. Und es ist ein komplett eigener und anderer Kontext. Es sind ganz andere Glaubenssätze. Es gibt ganz andere Vorbilder in jedem Feld dieses Sterns. Es gibt ganz andere Leitsätze. Im Feld der Angestellten gibt es zum Beispiel Gewerkschaften. Das ist jetzt für einen Investor und für einen Unternehmer eher nicht so das Tollste.
Also ganz andere Vorbilder, ganz andere Ideale. Wenn du reich werden willst, dann gibt es einen ganz schnellen Weg. Und der ist, geh von einem Feld des Sterns in ein anderes Feld. Du kannst niemals dein Glas schneller vergrößern, deinen Kontext schneller verändern, als wenn du das Feld wechselst. Verändere das Feld, indem du auf eine bestimmte Weise denkst, indem du auf eine bestimmte Weise glaubst und indem du auf eine bestimmte Weise bist. In einem anderen Feld handelst, denkst, glaubst und fühlst und bist du anders. Deinen Kontext zu verändern, dauert ein bisschen. Aber der beste Weg ist tatsächlich, umgib dich mit Menschen, die den Kontext haben, den du haben willst. Und die sind eben in einem bestimmten Feld des Sterns. Schaue Videos, die dich weiterbringen. Lese Bücher. Es geht hier nicht einfach nur darum, positiv zu denken. Es geht darum, wirklich im tiefsten Sinne eine mentale, eine emotionale und auch spirituelle Revolution zu erleben. Man nennt das Transformation. So wie eine Raupe, die da so über den Boden krabbelt und die sich irgendwann in Schmetterling verwandelt. Die Raupe, wenn die da so rumkrabbelt, die kann sich nicht vorstellen, dass sie mal ein Schmetterling wird. Wenn so eine Raupe in den Spiegel guckt, dann deutet doch nichts darauf hin, dass sie mal fliegen kann. Die sieht doch nicht mal Flügel. Als ich arm war, hat nichts darauf hingewiesen, dass ich einmal würde fliegen können. Dass ich einmal reich sein würde. Aber als ich dank meines Coaches den neuen Kontext hatte, also das neue Glas, die neuen Glaubenssätze, da konnte ich auf einmal fliegen. Als sei es das Natürlichste auf der Welt. Ich war plötzlich reich, im übertragenen Sinne fliegen. Ich war plötzlich reich. Und darum mache ich diese Videos, damit du dir nach und nach ein neues Glas baust, eine neue Persönlichkeit, einen neuen Kontext mit neuen Glaubenssätzen.